Bei mir steht Martina Schimmel, Deutschlandmanagerin von Zentrada.de, einem B2B-Shop, also Business to Business. Frau Schimmel, wie gewinnt man Neukunden im B2B-Bereich, in dem Business-Bereich? Wie stellen Sie das an bei Zentrada.de? Also unsere Kunden sind ja Händler, Online-Händler und Einzelhändler. Wir haben lange Zeit unsere Händler hauptsächlich über Google gewonnen. Mittlerweile ist es aber immer schwieriger geworden, weil der Google-Kanal immer enger wird und da immer weniger kommt. Deswegen gehen wir jetzt auf eher klassische Methoden. Wir rufen potenzielle Händler an, wir schicken ihnen Mailings, wir machen Kataloge und schicken die an potenzielle Händler. Das heißt also, online geht offline. Und bei Bestandskunden, wie gehen Sie da vor? Wie macht man aus den Neukunden dann Bestandskunden im Business-to-Business-Bereich? Hier natürlich auch. Unsere klassische Vorgehensweise ist online. Wir verschicken unseren Mitgliedern sehr viele Begrüßungsmails, auch Cross-Selling-Mails, also passend zu dem, was sie bereits gekauft haben, bekommen sie immer wieder Tipps zu neuen Produkten und zu neuen Lieferanten auf der Plattform. Aber zunehmend rufen wir die Mitglieder auch an, beraten sie am Telefon, schicken auch den Mitgliedern unsere Bestseller-Kataloge. Also auch hier geht es immer mehr in eine Verzahnung von Online und Offline. Das scheint ja fast eine Umkehrung eines Trends der letzten Jahre zu sein. Wie sehen Sie denn im Augenblick die aktuellen Trends generell für den Handel in 2018? Worauf kommt es an, wenn man ein starkes Jahr hinlegen möchte? Also im Handel sehen wir eine starke Veränderung dahingehend, dass das Suchgeschäft immer mehr ins Internet geht. Das heißt, die besseren Fachhändler positionieren sich zunehmend im Internet. Das heißt, der stationäre Handel muss mehr Erlebnis bieten und muss dem Kunden, der bei ihm vorbeikommt, Anregungen bieten und immer wieder neue Produkte und neue Aktionen, damit der Kunde da auch etwas kauft und damit man aus der bestehenden Kundenfrequenz, die man hat, das Optimale herausholt. Sie sagten Erlebnis ist das Stichwort. Dazu gehört auch ein Trend Storytelling zum Beispiel. Ich mache die Customer Journey zu einem Erlebnis. Inwieweit ist das wichtig auch im B2B-Bereich beziehungsweise natürlich auch im stationären Handel? Also für uns als Plattform ist es auch sehr wichtig. Wir erzählen mittlerweile unseren Händlern, unseren Mitgliedern und auch den ganzen Branchen sehr viel über Erfolgsfaktoren. Wir haben jetzt gerade einen Leitfaden entwickelt über kundenorientierte Sortimentsgestaltung, die wir dann den Kunden und den Händlern zur Verfügung stehen. Wir machen Praxisbeispiele von erfolgreichen Händlern, die eben zum Beispiel mit wechselnden Aktionen mehr erreichen als vorher. Für uns ist es schon sehr wichtig. Vielen Dank, Martina Schimmel. Dankeschön.